Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Borderlands. Du bist kein Das sehe ich, dich angucke. Irgendwie habe ich mich abgestoßen. Vergessen. Die Kombi lautet 8008. Fragt nicht, woher ich das weiß. Wenigstens hat der Laden noch Saft. Verbesserungen für das Serienmodell übernommen. Aber das streiten sie natürlich ab. Verbinde den Scrambler mit dem Digistruct-Gerät. Ja, das war's! Bestell dir jetzt einen Stingray! Und nehmen wir mal so ein Sting irgendwas. Stingray ist ein einzigartiger Hoverbike, das mit Boost springen, F und G schmettern kann. Ich konnte deren System hacken und einen neueren Plan rüber kopieren. Du kannst dir also ab jetzt von überall aus welche Digistructen. Schwing dein Hintern jetzt zur Pickel. Aber gewöhn dich ruhig erst an das Ding und check aus, was es kann. Und der Herr Pickel. Da kannst du weiter. Auf einem Stingray. Damit springst du locker darüber. Vielleicht. Jawohl! Gut. Krass, ich hab Pickel so gesagt, dass du kommst. Fahr zu ihm. Das war bei ihm schon ein bisschen knapp. Kammerjäger, hier spricht Colonel Sarpedon von der Lost Legion. Elpis ist bald Schutt und Asche. Ich werde bei der Explosion sterben. Wie alle anderen auf Elpis und auf Pandora unter uns. Ich habe dich kämpfen sehen und respektiere dein Können. Wenn du jetzt aussteigst, schicke ich dir ein Interstellar-Raumschiff. Wir werden dir nicht folgen. Überleg es dir. Guter Deal. Wieso hast du es nicht gemacht? Wofür hältst du uns? Für einen Haufen schnurrbartzwirbelnder Schurken? Jack hatte uns angeheuert, um für Geld Schurken zu killen und Leuten zu helfen. Genau wie ihr. Wenn du sagst, ihr seid wie wir, töte ich dich auf der Stelle. Konnichiwa allerseits. Spielen wir noch eine Runde Bankers und Badasses? Jetzt nicht, Tina. Oh klar. Ernste Zeiten. Entschuldigung. Also da hinten. Das Ding ist schon praktischer, aber es ist Schnickschnack, den man nicht haben muss. Ich hier weiter. Zu Fuß.
Wer bin ich eigentlich? Dass ich hier lang sollte, aber ja gut, komm. Hey, Jack, richtig? Ich bin Roland. Moxie hat mich kontaktiert. Sie sagt, du brauchst Hilfe beim Bau von Robotern. Meine Kollegin Lilith und ich haben in der Gegend ein paar alte Dahl-Fabriken entdeckt. Wir sehen uns dort um. Vielleicht löst das dein Hardware-Problem. Wir melden uns. Klingt gut! Echo mich, wenn du was hast! Die Dinger, die die dort haben, sehen voll stark aus. Nickel. Ich helf gern, wenn der Preis stimmt. Freut mich. Bla bla bla. Was liegt an? Spring sagt, du bist scharf auf Militär-KI. Aber heute ist dein Glückstag. Du kannst welche aus der Drakensberg klauen. Ich hab gehört, der Bootsmann und der Skipper, die Bosse dort, sammeln seltene und raffinierte Intelligenzen der künstlichen Art. Dummerweise kannst du aber nicht einfach da reinspazieren und nach einer KI fragen. Ach ja? Man wird sehen. Übermütig, was? Na gut, das ist ein gerissenes Pärchen, aber vielleicht lassen sie dich ja einfach so an Bord. Ich gebe dir die direkteste Route auf dein Echo. Hatte selbst mal ein Auge auf das Wrack geworfen. Und wenn du dich dort umsiehst, könnte ich ein bisschen shoppen gehen. Ein Talentpunkt, ich setze den jetzt nochmal ins Schild. Willkommen, nicht dich heilen! Shotgun-Schaden erhöht und Feuerrate. Sniper-Riffle. 1000, aber ich habe keine Shotgun. Komm damit weg. Das wäre eine Shotgun. Ja, auch eine Shotgun. Wenn du bluten, kommst du zu Nina. Spike Schild 243 und ist episch. Nina, ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Waffenschaden erhöht pro Sauerstoffeinheit, die ich besitze. Heißt 133 mal 0,13. Die 130, 140 Schaden. Braucht ein Handy.
133, wo ich haben kann. 0,13. Wir werden fast 18% mehr Schaden für Sneaks tun. Keine Gewährleistung! Granatenmod. Spawn 6. Lass es nicht zu sehr! Mal sehen. Oh, das alte verkaufen. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Und wo müssen wir jetzt hin? Erstmal da und dann nach rechts. Die Drakensberg ist ein tolles Wrack. Ex-Dahl-Fregatte, weißt du? Jede Wette, sie steckt voller Technologie, die ich klauen könnte. Der Bootsmann und der Skipper haben mich nie draufgelassen. Aber das wird sich jetzt ändern. Och, da ist die Munition leer. Schon auf der Minimap. Ist aber halt verkehrt, es gibt alles XP. Schön gestorben. Oh.
Das eben, das war mal wirklich eine Nahtoderfahrung. Ich liebe es. Ich bin am Arsch. Ich bräuchte jetzt aber langsam mal wieder Munition. Ja, da landest du doch. Ist nichts mehr, dann gehen wir da mal rein. Und hier ist noch was. Drakensberg war mal ein Dahl-Kriegsschiff. Ist aber vor dem großen Bersten abgestürzt, heißt es. Jetzt leben dort ein paar übel riechende Skaffs, angeführt vom Bootsmann und seiner Freundin, genannt der Skipper. Komischerweise weiß niemand, wie die aussieht. Jedenfalls, sieh zu, wie du da reinkommst. Und sag ruhig unterwegs Hallo zu den Einheimischen. Machen wir. Nina, mach, dass du lebst weiter. Keine guten Glasmod. Können wir kaufen, was wir jetzt gefunden haben. Wenn du bluten, kommst du zu mir. Und mal Munition auffüllen. In meinem bescheidenen Laden. War mir wieder ein Vergnügen. Beehre mich bald wieder. Möge es dich auf deinen Reisen schützen. Viel Glück. Ich muss mir hierfür definitiv ein Upgrade kaufen. Da oben, ey. Da, geh fort. Scheint noch zu leben, sonst wäre der rote Punkt auf der Minimap weg. Achso, der kriegt nur keine Luft mehr. Kurz Zeit. Ich merke, dass die Waffen noch zu schwach sind, wenn der Typ hier 4 Schuss auslöst. 5, 6, ah, das ist badass, okay, erklärt alles.
Die Outlaws, die halten im Raum. Massiv was aus, ey. Jetzt mal aufheben. Kriegen wir dort irgendwann noch mal einen neuen Waffenplatz? So ab 12, ab 11 ist eine Schrotflinte. Nehmen wir die erstmal, da haben wir mehr Munition. Ist klar. Da unten muss ich hin. Super. Und jetzt? Gut, dass du fragst. In der Nähe ist eine Steuerung, mit der man die Brücke manuell bedienen kann. Ich gebe dir die Position aufs Echo. Höre ich da den quiekenden kleinen Diebpickel? Wenn du von ihm kommst, habe ich gute Lust, dich rüberzulassen, nur um dir ein Bein auszureißen und dich dann joggen zu lassen. Hör zu. Du und der Junge, ihr solltet wegbleiben. Das ist die einzige Warnung. Okay, wie wär's damit? Hab gerade die einzige Brücke gesprengt. Wie willst du jetzt über diesen tödlichen Lavafluss kommen? Das war unsere einzige Brücke. Du musst das Methan aus den Reservoirs in die Lava leiten. So bauen wir uns einen Weg, indem wir die Lava abkühlen. Das wird super! Ich warne dich, Kleiner. Wenn du und dein Kammerjäger-Schoßhündchen Dummheiten machen, trag ich eure Augäpfel als Ohrringe. Stockwerk tiefer, wenn ich es richtig sehe. Ja. Zeichen her. Nein, sterbe ich. Komm, sterben. Ich gehe irgendwie wieder raus, ohne zu sterben. Wenn ich da runtergehe, bin ich tot, oder? Nee. Nochmal gerettet. Ja, also nochmal unten rein diesmal. Thank you.
kann ich aber nicht rein. Ist dann doch oben. Hier unten drunter soll es sein, aber wie kommt man da hin? Ah, hier ist eine Tür. Ich check grad nicht, was ich machen darf. Kaputt nicht. Da unten. Ist das dein brillanter Plan? Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Ich habe noch eine andere gute Idee. Könnte sein, dass unsere Definitionen von gut diametral entgegengesetzt sind. Ha! Die Methanpumpstation wurde nach dem großen Bersten abgeschaltet. Das erklärt, wieso kein Methan in den Reservoirs war. Wir müssen die Pumpstation reaktivieren. Das wird helfen. Und mit wir meine ich du. War schon klar, dass ich das alleine machen darf. Das ist aber ganz schön weiter Weg. Hier hat man wieder ordentlich Saft. Wenn du auch nur in die Nähe der Pumpstation kommst, habe ich eine unschöne Überraschung für dich, nämlich meine Geschütze. Gut, jetzt ist es keine Überraschung mehr, aber überleg's dir. Thank you.
Damit können wir die Schildfähigkeit vollständigen. Ha! Ich habe noch ein paar Asse im Ärmel! In den Ärmeln! Plural halt! Ist jetzt die perfekte Zeit, um Schild zu verstärken. Das in Ruhe zu lassen. Einfach Thank you.
Grad schneller nach. Hey, oh. Badass, lass mich doch erstmal. Wir haben sie jetzt aber weit genug weggelockt. Mein Sniper. Ja, gegen Schilde. Warum? Magst du mich nicht? Ah, dafür töte ich dich! Auf Distanz erledigen. Hat keinen Sinn, in Nahkampf zu gehen. Poop, poop. Was ist denn jetzt für eine Waffe? Gut, wir sind einfach jetzt hier durch, das passt doch. Left.
Warte mal. Eine Level 12er Quest. Das ist eigentlich genau unsere Levelspanne. Aber dass der Typ hier so hartnäckig ist. Sterbe ich wieder. Och Mann. Komm, ich möchte die Quest hier fertig haben. Ding. Ich weiß, was du vorhast, Kleiner. Oh, daraus wird aber nichts, wenn ich deinen Kammerjäger mit Kugeln vollpumpe. Wieder ein Badass dabei, heißt mir. Direkt sterben. Ich mach das jetzt ein bisschen langsamer. Ihr versucht ja nicht mal den Kammerjäger umzubringen! Wie jämmerlich! Ich geh hier wieder gezielt hin. Direkt E drücken. Bin ich in dem anderen Borderlands auch so oft gestorben, da Level 15? Abmarsch und versuch nicht gleich wieder zu sterben! Kostet alles Geld! Oft so einfach. Da ist voll. Ja.
krass, mein Freund. Weiter so. Der Fluss geht nicht durch. Geh zur Methanaufbereitungsanlage und sieh nach, was da los ist. SMG, die muss ich mitnehmen. Die letzte SMG hat mich auch nicht enttäuscht in dem ersten Teil. Mit. Genauigkeit mit der Waffe ist nicht unbedingt. Ich nur noch das Modul, dass die Munition sich automatisch regeneriert. Das war's mit meinen besten Leuten, Kammerjäger! Ich verspreche dir, das klang in deinem Kopf besser. Munition ist definitiv noch Mangelware am Anfang. Die AK gegen das. Thank you.
Bubblig. Okay, du hast doch keine Höhenangst, oder? Ich hab nie Angst. Punkt. Such oben nach dem Ventil. Ihr wolltet es so. Ha, nach den letzten Losern solltet ihr diesmal härtere Burschen schicken. Gute Idee, Häschen. Schickt ihnen unsere gemeinsten, härtesten Männer. Sie sollen Hackstaub aus dem Kammerjäger machen. War schon dabei, mein Liebling. Halt auf die Klappe, Kleiner. Sorry, bin etwas abgeschwiffen. Davon. Er springt doch weg, wenn ich dich töten möchte. Nein, wird nix. Soldat ist besser als ein Toter!
gleich wieder. Wo bist du? Zeit für Gerechtigkeit! Box, wo man anschießen kann. Nicht wirklich. So gefällt mir das. Eine Lootkiste, wenn mein Inventar wieder voll ist. Blaue Sniper. Sniper mit Blitzschaden. 30. Das macht 65. Also wird's besser sein. Ernsthaft. Auto-Aim-Zeug ist gar nicht so verkehrt. Opfer waren ihre besten Männer. Nein, wir haben noch mehr. Ah,
verstehe. Mein Sauerstoff! Ja, haben wir gleich. Da hast du ja Sauerstoff. Weg. Jetzt lass dich schon endlich killen! Lebe wohl! Shotgun Schaden erhält. Kommst du wieder? Igitt! Okay, die waren nur am Einkaufen. Die sah auch noch ab. Gut, wir sind Unterland. Das merke ich definitiv, oder wir haben Scheiß machen. Und alle ein bisschen. Vergiss nicht, du bist bei deiner Lieblingsbeschäftigung gestorben und beim Befolgen deiner Befehle. Ich kapiere es heute nicht mehr. Chance, Kammerjäger! Ich habe eine Armee und du nur eine freche kleine Rotznase!
Ernsthaft, jetzt von dem Ding. Das gehört mir, nicht dir! Du kannst so viele Flüssigfürze in den Boden pumpen, wie du willst! Das bringt dich meinem Herrschaftsbereich keinen Schritt näher! Pumpgun, Pumpgun. SMG. Habe ich wieder Munition? Oh, der ist resistent dagegen. Hoch. Gar nicht gescheit, Nuff. Gut, wir haben es geschafft, endlich mal hier anzukommen, und das war's dann auch für die heutige Folge. Es wird eine Doppelfolge dann sein. Also morgen gibt's keine. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis demnächst.